Bei früheren NAB-Shows war es schon so, dass man aus der Ferne beim Betrachten des Las Vegas Convention Centers schon irgendwo ein großes Atomos-Logo hat sehen können. Durch den Wechsel an der Spitze des Unternehmens, der Gründer Jeremy Young ist nicht mehr im Unternehmen vorhanden, gab es ein bisschen Änderungen im Marketing. Man tritt jetzt etwas bescheiden auf, aber man muss sich nicht verstecken, denn die Produkte sind unverändert sehr gut und werden immer besser. Der Klassiker, der Ninja 5, den Ninja 5, den gibt es immer noch, aber der wurde ordentlich aufgebohrt. Und alle Details dazu kennt Stefan Kexel von Atomos. Stefan, hier auf der NAB-Show zeigt ihr immer noch den Ninja 5. Gibt es denn bei euch nicht was Neues? Ja, also tatsächlich, der Ninja 5 ist schon relativ lang auf dem Markt. Aber der Ninja 5 ist so modular gebaut, dass der eine relativ lange Lebenszeit hat auf dem Markt und auch für den Kunden. Von der einen Seite daten wir immer wieder die Firmware ab mit neuen Funktionen, mit neuen Features. Auf der anderen Seite hat der auf der Rückseite diesen Expansion Port im Batterieslot. Und da können natürlich Module angedockt werden, wo wir ein paar auf dem Markt haben. Das ist einmal zum Beispiel der Cast, das ist dieser Vierkanal-Switcher, wo man den Ninja einfach verwandelt in einen Vierkanal-Switcher, HDMI-Switcher, inklusive Bild-in-Bild-Funktionalitäten und so weiter. Auf der NRB zeigen wir auch jetzt eine Desktop-Software für Mac und Windows, um auch noch von außen den zu kontrollieren oder zu steuern. Und was wir jetzt schon seit fast einem Jahr anbieten, ist dieses Atomos Connect. Das ist wiederum ein Modul, was hinten auf den Ninja geht, mit Wi-Fi und Ethernet-Connection, synchronisierten Timecode, wo man viele anderen Sachen, einen ganz anderen Anwendungsbereich mit abdecken kann. Ja, vielleicht gehen wir die mal durch. Also synchronisierter Timecode wäre zum Beispiel, ich habe mehrere von diesen Ninjas und habe dann mehrere Kameras, die ich eben dann Timecode genau gleichzeitig für ein Multikamera-Setup aufzeichnen kann. Ja, also wir haben ein eigenes Timecode-Netzwerk in dem Sinn, was man aufbauen kann. Das kann ein Ninja sein mit diesem Modul. Wir haben aber auch einzelne Module, wo man eine Kamera, wo jetzt kein Ninja dran ist, zum Beispiel mit synchronisieren kann. Wir haben ein Bluetooth-Modul in diesem Netzwerk, wo man sogar ein iPhone mit synchronisieren kann in diesem Timecode-Netzwerk, damit alle in diesem Netzwerk auf demselben Timecode laufen. Plus Funktionalitäten zum Beispiel, dass man von einem Device, zum Beispiel von einem Ninja, alle in diesem Netzwerk gleichzeitig starten kann zur Aufnahme. Das ist natürlich schon mal eine sehr schöne Anwendung. Du hast gesagt, es gibt einen Netzwerkanschluss auch? Es gibt einen normalen Ethernet-Anschluss an dem Modul und es gibt halt eben eine Wi-Fi-Möglichkeit an dem Modul. Und jetzt die Übertragung des Signals, was der Ninja sozusagen verarbeitet, also entweder abspielt oder gerade aufzeichnet, wie kann ich das über Netzwerk ausgeben? Also nutzen würde ich eher sagen, ausgeben. Also was man als allerersten Schritt macht, man verbindet den Ninja mit unserem Cloud Studio. Das Wort Cloud ist ein riesengroßer Name und viele verbinden Storage mit Cloud, was in dem Fall jetzt nicht der Fall ist, sondern unser Cloud Studio ist so eine Art Management-Konsole. Also ich verbinde meine Geräte, ob es 1 ist oder 5 sind, mit dieser Cloud. Sehe das Gerät, sehe sogar, ob das online ist oder ob es offline ist und kann dann dort jedem Gerät eine Funktion in dieser Cloud zuweisen. Die Funktionen können entweder Livestreaming sein, also ich kann dem einen YouTube-Account zuweisen, einen Facebook-Account zuweisen und mache Livestreaming damit. Eine Funktion kann ein Zugang zu Frame.io sein, das heißt, alles, was ich aufnehme auf dem Ninja, wird ein sogenannter Proxy, ich sage extra sogenannter, da muss ich gleich noch was zu sagen, parallel zu der regulären Aufnahme zu Frame.io hochgeladen, wo ich dann zum Beispiel in Adobe Premiere oder in anderen Editing-Paketen diese Clips nutzen kann zum Editieren und so weiter. Hinzugefügt haben wir jetzt noch, sprich zur NRB, die Möglichkeit, den Ninja in einer Live-Produktion zu benutzen. Also wir haben auch, das nennt sich ja Atomos Cloud Live, wo ich bis zu 4 Kameras
komplett in der Cloud verbinden kann. Die Kameras, dadurch, dass sie am Netzwerk dranhängen, übers Internet, können irgendwo in der Welt sein. Die müssen nicht nur in einem Raum sein. Und das Switching passiert über eine App, über ein iPad. Und kann Audio-Video-Switching, ich kann Titling, Overlays, Bild-in-Bild und so weiter komplett über, dieses, über diese iPad-App durchführen. Auch die App bzw. dieses iPad kann wiederum Gott weiß wo in der Welt sein. Es ist sehr, 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 sehr kostengünstig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt, es gibt da drei Varianten, ob ich jetzt wirklich alle Funktionen brauche oder vielleicht nicht alle Funktionen brauche, aber ich gehe mal von der allerteuersten aus, würde das 12 Euro, umgerechnet 12 Euro die Stunde kosten, diese Live-Produktion zu machen. Das ist also wirklich attraktiv, bis runter zu einer kleinen Schultheaterproduktion oder selbst die Möglichkeit, ein Dorffußballspiel ins Internet zu übertragen, weil man nicht nur Ninja braucht dafür und eine richtig große Kamera. Wir bieten auch in diesem Netzwerk eine iPhone-App an, eine iPhone-Kamera-App an. Die kann auch ein Teil von dieser Live-Produktion sein. Also Extremfall, Dorffußballspiel, vier iPhones, ein iPad und ich habe eine Vierkanal-Live-Produktion, die ich live nach YouTube streamen kann. Das heißt, in dem Fall wäre eigentlich die Software von euch, ne? Ihr habt die Apps dann, ja. Und einmal die Steuer-App und einmal die Kamera-App und dann habt ihr, wenn man das jetzt, also wenn ich das richtig verstehe, ist ja so, dass es eben keinen Mischer gibt. Also das iPad ist ja nicht der Mischer, sondern der iPad ist sozusagen das Bedienpult. Ne? Damit steuere ich den Mischer und der Mischer sitzt eigentlich in der Cloud, oder? Also das Gemisch, also das Signal entsteht in der Cloud. Genau, also das iPad selbst mischt die Signale nicht, oder? Sondern er steuert den Mischer in der Cloud. Und wie gesagt, jegliche Funktion, die man sich normalerweise in der normalen Live-Produktion vorstellen kann, steht zur Verfügung. Inklusive HTML-Titels, das heißt, es können auch Realtime-Titels sein. Ja. Der erste, der einfällt, ist ein Aktienkurs, aber kann auch Gott weiß, wie anderes sein. Das lässt sich alles damit implementieren und wie gesagt, das ist jetzt keine Monatsgebühr oder sonst was, sondern das sind in dem Fall wirklich Nutzungszeiten, ja. Und wie ich eben sagte, die vollste Ausstattung kostet 12 Euro in der Stunde. Ja, das klingt nach einem fairen Preis. Ja. Und das ermöglicht ja dann tatsächlich sehr vielen Leuten, also eben auch die überhaupt gar keine Mischertechnik selber haben, solche Produktionen durchzuführen. Genau, und ich habe jetzt eben das Beispiel mit einem Schultheater oder sonst was genannt, das ist real da schon benutzt worden und wirklich von Jugendlichen, also es ist jetzt nicht so, dass man auch so einen wahnsinnigen Hintergrund braucht mit als Switcher-Operator oder sonst wie, das ist wirklich relativ rudimentär und einfach dargestellt und nach einer halben Stunde versteht man das Interface und kann wirklich damit ordentlich und professionell arbeiten. Ja, da haben wir uns ja von der Hardware, für die ihr ja eigentlich berühmt seid, schon ganz schön weit entfernt, ne? Mit den ganzen, ich sag jetzt mal, Services und Softwareprodukten. Ja, aber es ist halt eben, ich sage, ich habe zwar jetzt diese iPhone-App erwähnt, aber vom Prinzip ist es immer noch der Ninja, den ich dafür brauche, oder ein Shogun Connect, den ich dafür brauche. Also die Produktlinie bleibt bestehen und wir bauen die auch weiter aus. Wir verschwinden nicht komplett in die Cloud, sondern man braucht immer noch die Hardware dafür. Ja, ist klar. Also an irgendeiner Stelle muss ja mal das Licht in irgendeine Optik und auf irgendeinen Sensor. Ne? Also das kriegt man nicht in die Cloud. Das muss passieren. Jetzt hattet ihr ja vor gar nicht allzu langer Zeit NDI-Support angekündigt. Wie funktioniert das denn, wenn man jetzt ein NDI-Signal hier erhalten möchte? Also momentan, Stand heute, gibt es NDI-TX. Also das heißt, wir schicken NDI-Signal vom Ninja oder vom Shogun Connect, also alle, die Wi-Fi oder Internetanschluss haben, in ein x-beliebiges NDI-Netzwerk. Okay. Muss man fairerweise sagen, das geht jetzt nicht parallel, also ich kann jetzt nicht Frame.io und NDI zur selben Zeit machen, da muss man sich entscheiden, entweder dies oder jenes. Der ganz große Vorteil, den wir sehen in diesem Bereich, in dem NDI-Bereich ist, weil NDI heute sind eigentlich fixe Kameras, also PTZ-Kameras, typisches Beispiel, wenn wir im Kamerabereich reden, die sind irgendwo festgeschraubt, die sind irgendwo fix befestigt und mit dem Kamera, Ninja, Batterie, beide arbeiten mit Batterie, Wi-Fi, habe ich wirklich eine mobile Lösung, um dann noch in diesem Netzwerk noch als mobile Kamera zu sein und halt eben nicht nur fix hier wie an der Wand oder sonst wo angeschraubt zu sein. Ne?
Ich meine, das ist ja auch außergewöhnlich, wenn man sich überlegt, normalerweise bin ich ja mit NDI tatsächlich verkabelt. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwo bei einem Mitbewerber habe ich jetzt gesehen, dass sie jetzt gerade eben auch ankündigen, die erste PTZ mit Wi-Fi, um diese Möglichkeit zu haben. Aber ihr hattet das im Grunde genommen... Ich habe immer noch eine PTZ-Kamera, die ich normalerweise irgendwo festschraube. Ich weiß nicht, ob einer Lust hat mit der PTZ-Kamera. Aber Strom brauchst du, glaube ich, auch noch. Ich weiß nicht, ob die mit Batterie läuft, aber macht doch Sinn, Wi-Fi. Ich habe nicht... Überall, wo ich eine PTZ-Kamera anschrauben will, Netzwerk, Sinn macht das schon. Aber ob ich damit jetzt mobil sein werde, ist eine andere Frage. Also es geht ja in die Richtung eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also man hat ja jetzt mit dem Ninja eben schon mal einen erstklassigen Monitor. Dann hat man die Möglichkeit, eben das Signal aufzuzeichnen. Dann gab es diese ganze Geschichte mit den Farbraumkonvertierungen, mit Lookup-Tables zu arbeiten oder S-Log entsprechend zu verarbeiten oder auch HDR. Und dann habt ihr ja auch die Konvertierungsmöglichkeit, die besteht ja wiederum jetzt bei dem größeren, beim Shogun, wo ihr SDI und HDMI habt, der arbeitet auch als Konverter. Das geht auch bis zum Wissen gerade mit dem Ninja, dieses Modul, wo ich eben sagte, dieses Atomos Connect Modul hat auch einen SDI-Eingang. Das heißt, man kann auch SDI nach HDMI konvertieren, nicht die andere Richtung, weil kein Ausgang da ist, aber von SDI nach HDMI funktioniert auch, ja. Also es ist eigentlich, fällt so in die Kategorie typischer Problemlöser für ganz viele Lösungen. Das ist vielleicht auch einfach die Empfehlung an viele Kunden. So ein Ninja 5, so ein Ninja 5, der ist tatsächlich einfach eine ganz wunderbare Ergänzung für jedes Setup. Ob man ihn eben jetzt direkt einsetzt als Kontrollmonitor oder als extra Aufzeichnungsgerät, als Wiedergabegerät, ja auch mit einer exzellenten Qualität zum Konvertieren von Farbräumen oder eben jetzt, wie wir gehört haben, von Signalen zum Schicken eines Signals in die Cloud oder per NDI irgendwo hin, wenn man dann diesen Connect-Adapter dazu hat. Also es ist schon ein ganzer Blumenstrauß an Möglichkeiten, die er da bietet. Es ist noch mehr, was ich dazu sagen kann. Also ich habe eben über Frame.io geredet. Ich meine, könnte man eine separate Geschichte drüber machen, welche Vorteile Frame.io und so weiter hat. Was wir auch noch jetzt vorgestellt haben zur NRB, ist eine Verbindung zu der Sony Cloud, zu der Sony C Cloud, die ähnliche Funktionen wie Frame.io hat, aber auch noch teilweise in eine andere Richtung geht. Also auch das kann man dann in unserem Cloud Studio anwählen als Destination für ein Gerät. Und das, was hier wirklich extrem gut ankommt, wir haben auch mittlerweile einen Cloud Editor, also ein Schnittsoftware komplett in der Cloud. Das heißt, es läuft in einem Webbrowser, im x-beliebigen Webbrowser. Es ist ein Schnittsystem, mit dem man reguläre Schnitte, also ob das jetzt Hardcuts sind oder Transitions im Text, Alpha Channel Overlay, alles ist da mehr oder weniger möglich. Die Videospuren sind unlimitiert, die Audiospuren sind unlimitiert. Das passiert auch komplett in der Cloud und das kann man auch als Destination angeben. Das heißt, ich filme mit einem Ninja und die Clips gehen direkt ins Bin-Window von diesem Atomos Edit. Aber in dem Fall habt ihr doch Storage, oder wo ist dann der Storage? Da ist Storage in dieser Umgebung, natürlich Storage, muss ja irgendwo hin. Also die kommen dann in diesem Bin-Window von diesem Edit an. Ich mache meinen Schnitt und die Ausgabe kann auch direkt so sein, dass ich meinen YouTube-Account direkt mit diesem Edit verbinde. Das heißt, wenn ich meinen Schnitt beendet habe, kann der fertige Clip direkt zu YouTube gehen. Also in dem Workflow braucht noch nicht mal der Clip oder auf die Festplatte. Das passiert also komplett in der Cloud, auch nach Facebook und nach anderen Accounts. Im Moment gibt es die Möglichkeit, das komplette Projekt als Adobe Premiere Projekt runterzuladen, wenn ich dann doch mal zu Adobe will, weil ich doch irgendwelche Effekte spezieller machen möchte. Ja, da haben jetzt schon Gespräche stattgefunden mit Grass Valley, weil die ja gerade im Prinzip diesen AMP-Editor in dem Grass Valley Workflow unterstützt haben. Und das ist eigentlich von der Technik eine ganz ähnliche Struktur. Die Ingenieure reden jetzt hier schon miteinander. Vielleicht kann man dann auch eine Möglichkeit haben, dass man dieses Projekt auch an Edios übergibt. Genau, das ist ein Edios-Projekt. Aber was man auch kann zum Beispiel jetzt schon, ist eine XML und so weiter ausgeben, wo man auch die Möglichkeit hat, zu anderen Schnittsystemen zu gehen. Man kann natürlich den fertigen Clip auch runterladen und nutzen. Jetzt würde ich gerne mal was zu dem Thema, was ich eben gesagt habe, ich möchte noch was zu der Proxy-Thematik sagen. Wir sind momentan wirklich überlegen, ob wir nicht
dieses Wort Proxy bei uns ein bisschen ändern, weil Proxy hat so ein bisschen so das Gefühl, ist halt eben eine rudimentäre Datei, niedrige Auflösung und so weiter und so fort. Bei uns können Sie die Proxys wirklich einstellen bis zu 30 Megabit in H265, 1080p im Moment. Das heißt also für Anwendungsfälle, YouTube, Social Media und so weiter, vollkommen ausreichend. Also wir haben Produktion, dieses, weiß ob jemand das mitbekommen hat, ist dieses Sundance Film Festival in den USA gelaufen mit 15 Ninjas und Connects. Wurde alles mit Proxy produziert. Da wurde der eigentliche Hero-File, wie wir das nennen, überhaupt nicht benutzt. Alles mit Proxys. Das heißt, also ich muss nicht unbedingt warten, bis nachher die Festplatte dann doch irgendwann mal ankommt und ich tausche die Proxys mit den Hero-Files aus. Je nach Anwendungsfall reichen die Proxys vollkommen aus. Und wie gesagt, der Name Proxy, von mir passt der fast gar nicht dazu. Ja, also das ist ja tatsächlich auch eine ganz interessante Entwicklung, weil das Proxy ja jetzt häufig, also in der Vergangenheit war es meistens H264, ihr nutzt jetzt schon 265, und dadurch ist es natürlich sehr effizient, aber gerade H265 hat ja auch 10-Bit-Unterstützung, selbst 422 ist möglich. Also die Historie von Atomos ist ja eigentlich, dass man gesagt hat, naja, wir wollen die schlechte interne Aufzeichnungsqualität von Camcordern wollen wir eben aufheben, indem wir diese Lücke schließen und sagen, wir zeichnen jetzt nicht zum Beispiel als HDV auf. Das war ja dann so ein MPEG-2, relativ stark komprimiert, aber auch schlecht komprimiertes Format. Und da haben wir uns natürlich technologisch schon ein bisschen weiterentwickelt, ne? Von MPEG-2 zu H264, jetzt H265 und eben auch was Auflösungen angeht und Farbsubsampling. Das heißt, es ist schon so, optisch kann man dieses Proxy in H264 oder H265, wenn das eine ernstzunehmende Bitrate hat, natürlich gar nicht unterscheiden. Man würde es sehen, wenn man dann irgendwo keyt oder bei so extremen Color-Banding-Situationen. Aber tatsächlich für so diese typischen Anwendungen, wie du es jetzt auch gesagt hast, irgendwelche Events oder Veranstaltungen, wo man viel Material auch generiert, ist es natürlich auch ganz praktisch, mit Dateien zu arbeiten, jetzt nicht riesengroße. Ja, ganz genau. Und es gibt also eben riesen, also ich sage immer, wenn einer wirklich ganz, ganz, ganz allein ist für sich, also Kamera, Ninja, geht zu Hause, schneidet in Adobe Premiere, also komplett für sich abgekapselt. Oder in Edios. Da muss man nicht unbedingt über FrameAO reden, weil das macht jetzt keinen Sinn, da die in die Cloud wieder runter und so weiter. Aber sobald eine zweite Person dazu kommt oder sobald ein Kunde dazu kommt, wird es dann ganz interessant, weil, was man auch so erwähnen muss, wir haben ja die Funktion dieses Progressive Upload. Das heißt, die Clips gehen nicht hoch, wenn sie fertig sind mit der Aufnahme, sondern die gehen schon hoch während der Aufnahme von dem Clip. Das heißt, die Clips sind extrem schnell in der Cloud. Und die zweite Person, wer auch immer das ist, ob es der Kunde ist, der sich das angucken soll und sagt, oh, das ist okay so oder nee, ein bisschen anders, oder der Editor, der schon woanders anfängt, das Projekt zu schneiden, der hat das wirklich in Minuten verfügbar und können dann sagen wir mal, so Sachen passieren, wenn man jetzt mal, ich als Beispiel mal an den Hochzeitsfilmer denkt, der an jemand hat, der schneidet, da könnte es schon so sein, dass abends beim Abendessen schon ein RAV-Cut zur Verfügung steht und die Gäste sich das schon angucken können. Super Service zum Kunden oder auch vielleicht die Möglichkeit, den Job eher zu bekommen wie jemand anderes, der es nicht anbietet. Also ich denke auch, die Möglichkeit zu haben für bestimmte Projekte, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ob man es jetzt immer einsetzt, wahrscheinlich eben nicht, weil bei bestimmten Workflows macht es einfach gar keinen Sinn. Aber bei anderen eben total. Und da sind wir wieder bei dem Thema Flexibilität, ne? Also wenn man eben jetzt auch durch euer Tool die Möglichkeit hat, warum soll man es dann eben bei bestimmten Projekten nicht nutzen? Ja, ganz genau. Und ich denke, diese Möglichkeit, diese Flexibilität von einem Ninja mit diesem Slot, man kann jetzt zum Beispiel nicht den Atomos Connect mit dem Cast-Modul, weil ihr nutzt ja denselben Slot, zusammen benutzen. Aber wenn man beide hat, dann hat man die Möglichkeit, heute mit FrameAO oder was zu machen. Und morgen habe ich ein kleines Projekt, wo ich was mit Switching zu tun habe, dann kommt das andere Modul da dran. Ne? Also die Flexibilität von der Hardware ist ziemlich, ziemlich groß.
Jetzt haben wir vorhin ja schon kurz über die Kosten gesprochen bei so einem Live-Switching. Wie ist es denn mit den Kosten jetzt für, ich sag mal eben, deine vorhin genannte Management-Konsole? Also, man kann die kostenlos nutzen. Also wir haben einen Free-Account, hat ein paar Einschränkungen, die sind aber meiner Ansicht nach gar nicht so riesig. Also man kann zum Beispiel schon da sich an Frame.io connecten. Da wäre aber das Proxy-File nur 720p und nicht 1080p. Auch die Qualität vom Proxy-File ist niedriger wie an dem ersten Paid-Account, lasse ich mal sagen. Aber ansonsten ist der, also YouTube, die ganze Geschichte geht alles schon mit dem Free-Account. Wo es dann anfängt, also zum Beispiel der erste Account, der kostet 5 Euro im Monat. Da wäre es dann 1080, da wäre die Qualität vom Proxy höher. Und umso teurer der Account, sage ich jetzt mal, wird, umso mehr Möglichkeiten habe ich. Also zum Beispiel, wenn ich eben sagte, 30 Megabit, das ist dann der höchste Account. Und da kann ich aber auch alles Mögliche von diesem MPEG einstellen. Wirklich, die IPP-Frames, alles. Ja. Aber ich sage mal, der Free-Account reicht schon in viele Fälle. Oder dieser Starter-Account, dieser 5-Euro-Account, ist da schon sehr umfangreich. Ich sage, wenn ich mich bei Frame connected, da sind es dann nochmal 15 Euro im Monat für Kamera-to-Cloud-Funktionalität. Da ist auch eine Menge Storage dabei und so weiter und so fort. Also ich sage jetzt mal, unser 5 Euro Starter-Account plus den 15 Frame-Account liegt mal bei 20 Euro und hat dann die volle Funktionalität. Aber wie gesagt, wenn es jetzt nur zum YouTube-Livestream geht, kostet das bei uns überhaupt nichts. Ja, ist ja in gewisser Weise auch fair, dass man, ich sag mal schon, die Basisfunktion auf jeden Fall erstmal kostenfrei nutzen kann. Okay. Stefan, haben wir jetzt irgendwas Wichtiges noch vergessen, was wir unbedingt erwähnen sollten? Ich denke, das war sehr umfangreich. Also mir fällt jetzt im Moment nicht unbedingt was ein, was wir vergessen haben. Nee, alles gut. Ja, also ich meine, das ist halt das Problem einer eierlegenden Wollmilchsau, dass es dann auch viel zu erzählen gibt. Ne? Einmal über die Eier, über die Wolle. Und über das Fleisch. Wenn man zu viel erzählt, wird es dann zu komplex. Also wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass wir das so einfach wie möglich erklärt haben, dass man eigentlich die einzelnen Komponenten, ob es Hardware ist oder Software ist, verstehen kann. Ja, super. Dann wünsche ich dir, jetzt sind wir ziemlich am Ende der NLB-Show. Ja. Ich kann ja gar nicht mehr eine erfolgreiche NLB-Show wünschen, aber ich wünsche dir eine gute Nachhausefahrt. Ja, alles klar. Vielen Dank.